In der Stadt ist das Grün besonders wertvoll, nicht nur aus Umweltgründen. Parks, Grünanlagen, Promenaden machen aus Bozen eine Gartenstadt. Es genügt sich umzusehen, überall grünt es, im Stadtzentrum genauso wie in der Peripherie, im Tal und an den Hängen. Was das Grün in der Stadt betrifft, so beläuft sich dies auf etwa 2 Millionen Quadratmeter. Darin sind Parks, Anlagen, die Gemeindewälder und die Stadtreben inbegriffen. Das heißt mehr als 20 Quadratmeter Grün für jeden Bewohner. Die Stadtgärtnerei kümmert sich um alle öffentlichen Grünflächen. Die Stadtgärtnerei kümmert sich nicht nur um die Talfer, um die Grünanlagen und entlang der Talfer, sondern um sämtliche Grünanlagen im Raum Bozen. Des Weiteren pflegen wir Blumenbeete, die ganzen gesamten Blumenbeete, die Straßenbepflanzung, die Straßenbäume, sämtlichen Baumbestand, die Höfe der Kindergärten, der Schulen, die Spielplätze und auch die Promenaden, die rund um Bozen vorhanden sind. Aber die Stadtgärtnerei hat auch noch andere Aufgaben. Im Winter, sofern es schneit, müssen die Gärtner der Stadtgärtnerei auch die Radwege und die Gehsteige in den Grünflächen vom Schnee befreien. Also es fällt auch in unseren Arbeitsbereich. 50 Stadtgärtner sind rund ums Jahr im Dienst. Welches sind die Aufgabenbereiche? In der Stadt betreuen wir sehr viele Blumenanlagen. Es sind zwischen 130 und 150, die dreimal pro Jahr umgepflanzt und von unseren Gärtnern jedes Jahr mit anderen Blumen und Pflanzen neu gestaltet werden. Insgesamt sind das etwa 2500 Quadratmeter. Die Stadtgärtnerei hat ihren Sitz in der Mühlbachpromenade. Dort können sich auch Bürgerinnen und Bürger Rat holen. Der Stadtbürger kann sich an die Stadtgärtnerei wenden, wenn er irgendwelche Probleme mit dem öffentlichen Grün hat, wenn ihm irgendwas aufgefallen ist, was kaputt ist, bei den Spielanlagen zum Beispiel, wenn irgendwelche Probleme mit Schädlingen in öffentlichen Grünflächen ist, dann kann er sich immer an die Stadtgärtnerei wenden. Des Weiteren verleihen wir auch Grünpflanzen. Spielplätze und Spielgeräte hat die Stadtgärtnerei immer im Auge. Hier gilt es, durch regelmäßige Kontrolle für Sicherheit zu sorgen. Sollte ein Spielgerät schadhaft sein, wird es sofort repariert. In der Stadt sind 46 Spielplätze, die in allen Stadtvierteln verteilt sind. In ihnen befinden sich 300 Spielgeräte. Dazu kommen noch alle Spielplätze der Schulen und Kindergärten. Jede Einrichtung in der Stadt entspricht den europäischen Sicherheitsnormen. Die Stadtgärtnerei betreut auch alle Promenaden, die rund um die Stadt führen. Die Gunschnapromenade feiert heuer einen runden Geburtstag. In Bozen haben wir einige wichtige Promenaden um Bozen, unter anderem auch die Gunschnapromenade, die heuer im Oktober ihr 120-jähriges Bestehen feiert. Und zwar ist der untere Teil bis zur Villa Germania ist mittlerweile vor 120 Jahren realisiert worden. In diesem Zusammenhang haben wir dieses Jahr einige außerordentliche Instandhaltungsarbeiten durchführen lassen.